Hi Leute, so ein neues Unboxing hier auf meinem Kanal. So, schnipp, schnapp. Ja, Tom, kommst du in hier? So, let's have a look, guys. Das Paket ist auf. So. Was haben wir denn hier Schönes? So. Mann, das ist ja richtig gut eingepackt hier. Einsame Spitze. So. Und zwar haben wir hier die Masters of the Universe Origins Actionfigur König Randor. Da. Was ist so funny? Ja, you. Ja, ja. Joking in front of me, everything. So. Ja. Sehr, sehr schöne Figur. So, schauen wir mal. Hier haben wir die Verpackung schön von vorne. Hier, Master of the Universe, Schriftzug. Hier, King Randor, König Randor. Und hier die Figur. Ja, sieht aus wie ein König, würde ich mal sagen. So, und diese Figur schauen wir uns jetzt mal näher an. So, hier links haben wir den Aufkleber. 40 Jahre, Master of the Universe Actionfiguren. Und hier haben wir König Randor. Der sieht auch sehr gut aus. Mit einer goldenen Krone. Rote Kleidung. Mit dem Gold. Goldene, ja, Armreifen kann man sagen. Ja, goldenen Gürtel. Blaue Schuhe. Und diesen blauen Umhang, sehr schön. So, Verpackung oder die Karte von der Rückseite. Hier, sehr schön zu sehen. König Randor im Königspalast. Und dahinter haben wir eine Wache. Und hier haben wir auch noch im Hintergrund Bassoff und Stratos. So, hier haben wir diese Figur. King Randor, Dignito und Digitno, Whiplash und Trapjaw. Da hält der König sein Zepter, kann man sagen. So, diese Figur natürlich hergestellt von Mattel. Und diese Figur wurde noch in China hergestellt. Ich bin jetzt der Meinung, dass die neuen Figuren in Vietnam hergestellt werden. So. Und wieder von der Vorderseite. Ja Leute, fällt euch was auf? Der König hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem König der klassischen Spielkarten oder Skatkarten. Da. Da ist eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden, oder nicht? Ich finde schon. Gut Leute. Ja, das ist der Master of the Universe Origins König Randor aus der Wave 10 ist der von den Origins-Figuren. So Leute, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Reinhauen!